Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge FM 16. Wir haben Leverkusen heute in der Champions League. Haben zuvor noch das Youth League Spiel, was jetzt gleich am Anfang kam und hoffentlich dann gewinnen werden. Sonst wird, interessant, glaube ich, in der Serie A heute. Napoli, wird ganz schön schwer. Ich meine, die könnten wir schon auf Abstand halten. Aber schauen wir erstmal, was in der Youth League passiert. Und hoffen, dass es ja gut läuft. Bitte, bitte. Geht hier gegen den FC Metz und es ist, passt. Wir haben 4-1 gewonnen, aber nur 3 Tore gemacht, anscheinend war da ein Eigentor mit bei. Ich möchte eigentlich nur das Eigentor, Eigentor in der 91. Unser Linksverteidiger Zanoni, war nicht Zanoni, was, ist nicht auch Zanoni? Ach, das war Santoro. Sorry, komplett verwechselt. Zanoni hat auf jeden Fall Doppelpack gemacht und sonst. Ja, Santoro war gut, Valdini war gut. Generell waren viele gut, aber das kannst du, glaube ich, schnell sagen bei einem 4-1. Passt, sehr schön. Hoffentlich die erste Mannschaft jetzt genauso gut gegen Leverkusen, also es wäre wunderschön. Wann ist dann eigentlich hier die Auslosung? Das dauert, glaube ich, noch ein bisschen. Sehen wir das hier zufällig? Nee, eher nicht. Doch, hier. Also nach Napoli. Gut, wie stellen wir denn am besten auf? 4-2-3-1 wäre, glaube ich, schon gar nicht so schlecht gegen Leverkusen, die 4-4-2 spielen werden. Haben John McCarthy, okay. Ah, okay, ist ein Regen, 16 Jahre alt. Okay, der würde so oder so nicht spielen. Sonst kann Leverkusen eigentlich auf alle zurückgreifen, die sie wollen. Haben Mkhitaryan und Campbell auf den Außen anscheinend. André Gomes haben sie auch, das ist eine sehr starke Elf. Und wir haben ja extra geschont, wobei ich muss ja auch sagen, so toll war das Spiel zuletzt für die Jungs, die Champions League spielen sollen, nicht so, ne? Das war nämlich das Spiel gegen Torino und da dachte ich mir, lässt du die mal spielen, damit sie schon in den Rhythmus reinkommen und dann haben sie so scheiße gespielt, also eigentlich ist das kein Gradmesser momentan, dass wir die nehmen sollten. Die einzigen, die momentan sicher sind, sind Fiamozzi und Areola. Und bei dem Rest, ja, müssen wir halt schauen, wer fit ist und wer könnte. Castellano hat beispielsweise die schlechteste Note in den letzten Spielen, das ist dann auch nicht wirklich geil. Losi ist auch nicht wirklich gut drauf. Bonazzoli auch nicht. Im letzten Spiel haben wir ja gerade noch so ein Tor gemacht. Hat Potato da eine Vorlage gemacht? Nö, der war auch ganz schön scheiße. Vorlage kam von Nongi. Na, dann lassen wir den mal spielen, wenn er fit ist. Ja, 91 sollte locker reichen. Brugmann sollte auch noch mit. Also der kann immer noch ein Stückchen pushen. Und eigentlich auch Mocinic, weil die beiden funktionieren ja eigentlich immer gut. Wirklich. Da kann man nichts gegen sagen. So, die anderen Plätze. Links hinten würde ich schon sagen Alihi, weil der macht seinen Job eigentlich auch immer gut. Innenverteidigung würde ich schon sagen Fakin und Izzo. Klingt am besten. Und bei Jovanovic hatte er jetzt, habe ich auch die News bekommen, dass er Stärkeanstieg hatte. Also vielleicht Jovanovic rein. Noch die beste Durchschnittswertung, sowohl in den letzten 5 Spielen als auch insgesamt. Dann nehmen wir ihn mal mit. Kommt dann hier hin und dann nehmen entweder Izzo oder Fakin. Beide nahezu gleich, aber dann nehme ich lieber Fakin mit und dann haben wir unsere Defensivreihen schon mal. Rechts vorne gibt es eigentlich nur Mancuso als erste Option. Palacios war bei der U20. Hat, weiß gar nicht, ob er gespielt hat, aber ich nehme mal an, weil seine Fitness runtergegangen ist. Und da vorne müssen wir dann Capone nehmen, wenn Castellano halt schlecht dabei ist. Und im Sturm entweder Potere oder Bonazzoli. Ah, ich glaube schon, dass Bonazzoli heute ein bisschen besser spielen kann. Ist ja auch Champions League, also ist immer noch so ein gewisser Grad an mehr Motivation vorhanden, hoffe ich mal. So, wir brauchen nur Costantini, Gelladoni kann raus. Castellano nehmen wir dafür nochmal mit. Wir brauchen eigentlich auch keine 2 Stürmer, deshalb geht Lapadula raus. Dann hätten wir eigentlich schon eine gute 11 plus 7 zusammen. Ja, sollte passen. Ich weiß gar nicht, hatten wir schon mal gegen Leverkusen gespielt? Nope, noch keine Spiele gegen Leverkusen. Kam mir nämlich irgendwie so vor, aber ja, kann natürlich auch mal passieren.
Währenddessen spielt noch Paris gegen Arsenal und ja. Es wird sogar ein bisschen defensiver. Also es ist nicht so ein offensives 4-4-2 mit vielleicht zwei Flügelspielern oder so, sondern es ist wirklich relativ flach. Mal schauen, wie wir das so hinkriegen. Also Klostermann ist kein schlechter, der ist auch jetzt erst gewechselt, glaube ich, ne? Ja, erst drei Liga-Einsätze. Für Leverkusen, Johnny ist auch dabei und Campbell wird gefährlich, genauso wie Mkhitaryan. Vorne El Ghazi und Luis Henrique, okay. Luis Henrique, wer bist du nochmal? Ah, Botafogo. Gut dabei dieses Jahr eigentlich, für sein erstes Bundesliga-Jahr. El Ghazi, ja. Auch relativ gefährlich. Also der Sturm sieht bei Leverkusen eigentlich echt gut aus. Da kannst du wenig gegen sagen und musst viel hoffen. André Gomes werden wir nochmal ins harte Tackling plus Weakfoot nehmen, aber sonst dürfte das eigentlich schon so passen. Ja. Sonst müssen wir, glaube ich, nichts machen. Und ich hoffe mal, dass es gut läuft heute, Jungs. Schade. Müssen wir auf das Altbewährte zurückgreifen und sagen, dass ihr noch wesentlich mehr könnt. Also auf geht's ins Spiel gegen Leverkusen. Ich bin sehr gespannt. Bitte nicht gleich wieder am Anfang rumpennen. Gerade schon wieder Angst bekommen. So, 2 Minuten gleich um und Nongi bekommt den Ball, löst sich vom Gegner und der Ball kommt in die Mitte. Bonazzoli! Schade. Vielleicht nochmal Fiamozzi, hat da viel, viel Platz. Schade. Oh. Knieverdrehung. Sollte man eigentlich nicht spaßen, aber anders als bei Capone letztens. Ist jetzt hier kein oranges Verletzungssymbol reingekommen. Fiamozzi könnte man in den Rückraum legen eigentlich. Schön gespielt. Mancuso eigentlich auch nochmal auf Bruckmann runter. Schön gespielt. Bruckmann! Und kein Abseits, kein Abseits. Bonazzoli. Yes! Ich bin übrigens sogar auswärts. Also es ist umso besser. Jawohl. Oh, sehr, sehr wichtig. Und schöne Übersicht von Mancuso auf Bruckmann. Dann kann auch Leno nichts mehr machen. Und Bonazzoli stand ja echt nicht im Abseits. Ich habe gerade nicht drauf geachtet. Ist ja im Zeitpunkt jetzt und das ist klasse gemacht von Bonazzoli. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Einen besseren Start hätte es eigentlich nicht geben können. Vor allem, weil wir jetzt unser Auswärtstor haben. Und zu Hause sind wir eigentlich so oder so meistens defensiv stark. Bis auf so die ein oder andere Geschichte, wo wir dann eher rumpennen. Der Ball kommt gut. Ja, das ist Sache für Mancuso. Der sich gerade noch so lösen kann. Bruckmann in die Mitte auf Marcinic, der jetzt viel Platz hat. Wenn er unten spielt, hat er noch mehr Platz, genau. Ja, Nongi bleibt aber zentral. Alihi muss warten. Ja, Bruckmann hat sich schön gelöst. Mancuso läuft nicht in die Lücke, deswegen kommt er aber nochmal auf seinen Rechtsverteidiger Fiamozzi. Modric, schön auf Capone. Der könnte durchstecken oder Brugmann auch, aber Bonazzoli ist jetzt leider weggelaufen aus der Lücke. Sehr abwartend momentan, was sie spielen. Das könnte jetzt auch was geben. Nongi, aber leider zu direkt dieser Abschluss. Der wäre auch meilenweit daneben gegangen. Also eigentlich hat uns Leno eher die Ecke geschenkt. Capone lang rein. Kommt nicht durch. Den hat Fiamozzi. Mancuso kommt nicht ran. Und Szene dürfte dadurch vorbei sein oder auch nicht. Ja, kommt nicht ran. Jetzt vielleicht die erste richtige Chance für Leverkusen, wenn sie es schnell spielen, aber das war nicht gut genug, zum Glück. Sieht momentan eigentlich ganz gut aus, was wir machen, aber so ein 2-0 würde mich natürlich ein bisschen mehr beruhigen. 6 zu 6 Schüsse auf jeden Fall, aber wir hatten halt schon 4 aufs Tor. Zwei klare Torchancen. Weil diese zwei klaren Torchancen, die waren halt in einem Paket. Und daraus entstand dann halt auch das Tor.
Also, ja, ich bin eigentlich erfreut. Also, wir können die Jungs ruhig mal loben. Sie werden sich hoffentlich nicht jetzt gehen lassen und irgendwie versuchen, ein paar Gänge runterzuschalten. Ansonsten, ja, gibt's Haue. Ali bekommt keine gelbe Karte. Und Alex kommt rein für Kevin Campbell. Elgazi geht jetzt nach rechts hinten und Alex ist ein brasilianischer Regen, kam von Gremio. Auch sehr, 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 sehr gut dabei. Also wundert mich ein bisschen, dass sie den nicht von Anfang an haben spielen lassen. 14 Spiele, 12 Tore, eine Vorlage. Boah. Okay, auf den sollten wir richtig, 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 richtig doll aufpassen. Elgazi bleibt so, wie er jetzt ist. Auch wenn er jetzt auf rechts ging. Ah, Johnny gelbe Karte. Die dritte mittlerweile. Nee, Quatsch, die zweite, sorry. Bei Leverkusen. Bei uns ist kein großer Handlungsbedarf bisher. Jetzt bekommt Jovanovic seine erste gelbe Karte. Und Fiamozzi, ja, da wird uns nochmal darauf hingewiesen, dass er sich eben verletzt hat. Ramalho kam rein für Klostermann. Lars Bender ist jetzt Rechtsverteidiger. Ach, ich. Ja, nee, ich kann das nicht machen. Fiamozzi ist mir zu wichtig, als dass ich ihn jetzt kaputt machen möchte. Deswegen kommt Costantini rein und er kann das ja eigentlich auch ganz gut. Jetzt geht Bender raus und Popovic kommt rein. Das heißt, letzter Wechsel. Stefan Bell ist jetzt Rechtsverteidiger, also der dritte Rechtsverteidiger jetzt in diesem Spiel. Und Popovic ist rechter Innenverteidiger. Was pfeift der Schiri eigentlich so unfassbar viel gerade? Castellano kommt rein für Capone. Größtenteils wegen Fitness. Schon wieder. Kommt, Jungs, einfach durchhalten, dann wird das schon. 2 Minuten gibt's oben drauf. Werden wir nochmal Lucy reinbringen für Nongi. Er pfeift schon wieder. Sollte es gewesen sein. Wir kriegen nochmal den Ball. Castellano auf Bonazzoli. Nachspielzeit jetzt oben. Und dann ist das hier ein rundum souveräner Auftritt gewesen. So wie wir uns das schon eigentlich in den letzten Folgen immer gewünscht haben. Und für uns eine super Ausgangslage. Ah, Bonazzoli vielleicht davon noch? Nee. Und für uns dann wirklich eine sehr gute Ausgangslage für das Rückspiel bei uns zu Hause im Adriatico dann. Das könnte sehr schön für uns werden. Jungs, das war klasse. Ja gut, Underdogs waren wir zum nicht, aber gut. Ich bin auf jeden Fall sehr glücklich mit der Leistung, die wir gezeigt haben. Arsenal hat gewonnen durch Guedes gegen Paris. Und wir haben als nächsten Gegner wen jetzt? Catania Calcio, also einen wieder aus der unteren Tabellenregion, wobei 14, das geht ja gerade noch so. Danach halt Napoli, wird halt schwer. Sporting City haben wir auch noch und wir haben auch noch ein bisschen Serie A mit Milan unter anderem. Also Sporting gewinnt 2-0 gegen City, das ist ein bisschen überraschend. Ist es der, wollte ich sagen? Nein, ist er nicht. Wow, kam sogar von City. Ha! Gegen den Ex-Verein. Und Tottenham nur 0-0 gegen Schacht, ja, also. Aber wobei, wir haben ja gesehen, Schacht, ja, hat das richtig, richtig stark gemacht in der Gruppenphase. Hatten ja eine starke Gruppe. Sassuolo hat 2-1 gewonnen gegen Milan und Juventus. Weiterhin sehr stark. Spielen die nicht mehr Champions League? Doch, doch. Aber erst nächste Woche dann wieder. Gegen Real Madrid. Oh, das könnte für die gut sein, dass sie dann rausfliegen. González, aha. Aber schön, dass wir keine Verletzungsmeldung für Fiamozzi bekommen haben. Hatte der echt Sorgen, aber ist ja meistens wirklich so. Wenn du keine richtige Verletzungsmeldung bekommst, im Sinne von, der Spieler hat sich verletzt mit diesem orangen Symbol, dass er halt nicht ausgewechselt werden muss, sondern halt weiterspielen kann oder so, so gelblich halt auch.
aber eher orange, finde ich. Dann kann man noch mal busy hoffen, aber ich wollte jetzt nach der zweiten Meldung auch nicht drauf ankommen lassen, dass dann noch irgendein Leverkusener so hart reingeht, dass er sich das Knie noch mal verdreht und dann ist es halt komplett durch oder so. Ist ja dann zum Glück auch gut gegangen. Das Rückspiel ist dann übrigens erst eine Woche, glaube ich, nach dem Napoli-Spiel, glaube ich. Ich bin mir gerade nicht sicher. Müssen wir gleich mal schauen. Überportiert ist Entwicklung. Sprunghöhe, wie ist denn die Sprunghöhe? Jumping ist hier Sprunghöhe 11. Nervenstärke ist aber eigentlich wichtiger. Dann lassen wir ihn das mal. Und machen dann nichts Neues. Ja, ich bin auch mit dem Fortschritt von Mancuso zufrieden. Was hat er mittlerweile für einen Marktwert? Knapp 18 Millionen. Ja. Nicht schlecht. Juventus hat sich jetzt natürlich dadurch ein bisschen abgesetzt. Das sind jetzt 5 Punkte. Aber wir haben halt noch ein Spiel. Leverkusen ist übrigens erst am 3. März, also komplett falsch gesagt gerade. Ja, das ist uns wurscht. Maximovic ist jetzt bald ja kein Spieler mehr von uns. Catania, wie irgendwas war mit denen immer? Haben die auch so unfassbar defensiv gespielt? Ich glaube schon. Ach, unser Spiel wurde verlegt gegen Genua. Wir haben doch unser Spiel erst am 3. März. Oder wollen die uns extra einen Tag freigeben? Oder wurde es auf den. Ah, wurde auf, okay. Was war es denn vorher? Steht leider nicht da. Naja. Viel ist jetzt auch nicht mehr, ne? Ich glaube, jetzt haben wir nur noch 15 Spieltage waren es oder so. Das geht ja auch relativ fix. Haben jetzt halt ein Spiel nach dem anderen. Da brauchen wir auch viel, viel Fitness und wenig Verletzungspech, bitte. Juventus spielt heute auch noch gegen Inter. Bei denen wird's. Ach, wir sind beim Viareggio-Turnier dabei, oder was? Aha, sind dann aber leider auch sofort wieder rausgekegelt worden. Super. Gegen Benfica 3-0. Ja, Mist. So, was wollen wir jetzt gerade gucken? Wie viele Spieltage wir jetzt schon auf dem Buckel haben? Ja, 23, ja. Ja, es geht ja wirklich, wie gesagt, fix. Haben wir jetzt ein Spiel nach dem anderen. Und dann haben wir schon unsere ja, Schlussphase. Catania, wir hatten 4 Spiele bisher. 2 Siege, ne? 2 Unentschieden, ja. Also nicht ganz so geil. Auch hier wieder ein 4-4-2. Spielen auch deutlich mehr 4-4-2 als 4-3-3. De Sanctis ist übrigens Trainer, der Ex-Keeper von Napoli. Also, ich denke mal, viele kennen ihn noch von Napoli. Rom würde auch noch gehen. Ah, er war mal bei uns? Ja. Oh, wusste ich gar nicht. So, Fitness sieht eigentlich gut aus, aber die Jungs sollen ja gegen Napoli richtig gut spielen können. Deshalb alle raus und neu aufstellen. Mit Dacunha im Sturm. Rechts, Palacios. Mann, was braucht er denn alles für eine riesige Pause? Ich werde ihn trotzdem mal spielen lassen. Ja, Castellano darf mal ran. Links nehmen wir dann Lusi. Rechts hinten Costantini natürlich. Und dann stellt sich der Rest, glaube ich, von selbst auf mit Areola, Gelardoni, Tomolini, Izzo. Und auf der Doppel-6 nehmen wir dann wahrscheinlich Galvez und entweder Bilic oder Cialdini. Schau mal, ja, wer ist denn da so gut dabei gerade? Cialdini. Bräuchte ein bisschen mehr Matchpraxis. Bilic, ja, nehmen sich nicht so viel, ne? Nehmen wir mal Bilic. Dann kann er wenigstens sich eine gelbe Karte abholen und ist dann im Spiel gegen Napoli gesperrt. Und Galvez. So, Bank, einfach vollklatschen bitte.
Ja, sollte so passen. Ist jetzt nicht so schlimm, dass Bugmann auch auf der Tribüne ist, weil einsetzen würden wir ihn eh nicht wegen seiner Fitness, die wir dann halt gegen Napoli brauchen. Oh, ah, stimmt ja. Splendiani braucht ja eine Nummer. Ganz vergessen. Hab mich gerade schon gefragt, hä? So, wollen wir mal. Also, Catania war für 10 Tage, hier sind sie. Minus 10, 25 Punkte. Inter ist ein bisschen weiter nach oben gekommen. Aber die werden jetzt, glaube ich, gleich wieder ein bisschen weiter nach unten kommen, wenn sie gegen Juventus spielen. Aber sie können ja von mir aus gerne gewinnen heute. Also, ich habe da nichts gegen. Also, Inter, bitte pushen. So, es wird wirklich ein 4-4-2, wie unser Scout schon gesagt hat. Die Außen werden wir hier mal ins harte Tackling nehmen, ähnlich wie gerade bei Leverkusen. Ach, Philipp Hofmann spielt vorne im Sturm. Ich glaube, der hat uns beim letzten Mal, als wir gegen Catania gespielt haben, auch ein Ding reingehauen. Da habe ich mich, glaube ich, auch so aufgeregt, weil wir da wieder rumgepennt haben. Also bitte heute nicht mehr. So. Pushen, auf geht's. Spielen dieses Mal zu Hause. Und Inter führt in der ersten Minute gegen Juventus. Jungs, bitte. Bitte. Wenn wir 2 Punkte mehr haben würden, ne? Wo würden wir denn dann? Ah, stimmt ja. Wir dürfen nicht vergessen, Inter hat immer noch ein Spiel mehr, ne? Ja. Also wenn wir jetzt, sagen wir mal, 5 Punkte mehr hätten. Sprich, hier ein Sieg und dann beim nächsten Spiel ein Sieg, dann. Ja, würde mir das sehr gefallen. Aber wir müssen auch hier erstmal gut spielen. Und das wird schon eine Herausforderung sein. Tomolini bekommt die erste gelbe Karte im Spiel, doch nicht. Es gab schon eine andere gelbe Karte, was glaube ich eigentlich im Fimmel. Filippini war es, aber wir haben die erste gelbe Karte für uns bekommen. Also, busy stimmt's ja. Man muss es nur besser ausschmücken. Ich würde ja gerne mal ein Tor von uns sehen, ne? Also, würde ich ganz cool finden. Aber bisher passiert nicht wirklich viel. So, jetzt vielleicht endlich mal Costantini auf Palacios, der heute neu drin ist. Schöner Ball in die Mitte. Gelardoni, schade. Wäre, glaube ich, auch erst ein zweites Tor geworden oder so, oder für uns, oder? Ich glaube schon. Ich glaube, wir hatten uns da letztens schon was angeschaut. Okay, vielleicht wäre es auch insgesamt sein erstes Tor gewesen. Hat nicht irgendjemand erst letztens sein erstes Tor für uns gemacht? Vielleicht war es auch Alihi. Aber ich eigentlich meinte, der hatte schon ein Tor durch seinen Elfmeter oder so. Costantini. Da ist Lusi. Lusi, ach, das ist nix. Das ist überhaupt nix. Da brauchen wir gar nicht mit ankommen. Juve wurde ausgeglichen durch Icardi. Der Transfer, der zahlt sich bisher eigentlich auch ganz schön aus für Juventus. Der trifft ordentlich. Jungs, das ist bisher scheiße. Vor allem der Cunha, ich möchte ein bisschen mehr von dir sehen. Sag ihm das aber ein bisschen netter. Ah, den bekommt Ito und das ist gelbrot. Das ist sowas von gelbrot für Fleiters und Guarin geht raus gleichzeitig. Taktische Umstellung bestimmt auch. Ja, noch nicht, noch nicht. Barilla kam rein, aber wir warten mal erstmal ab, was Catania macht. Okay, jetzt haben sie umgestellt auf 4-3-2. Ist jetzt gar nicht so heftig, also von daher müssen wir nicht so viel machen. Wäre nur schön, wenn wir mal ein Tor machen würden. So ein schönes. Von mir aus kann es auch scheiße sein, Hauptsache Tor. Costantini ebenfalls mit der gelben Karte und Catania spielt sehr komisch. Haben jetzt wieder auf ein normales 4-4, ja, 1 umgeschaltet und bleiben jetzt anscheinend auch da drin. Vielleicht kommt bei uns so der Zeitpunkt, wo ich höchstwahrscheinlich auf Doppelsturm gehen werde.
So, letzter Wechsel bei Catania. Insigne kommt rein. Wieder ein bisschen sehr komisch umgestellt. Borsa kam rein und ging wieder raus. Okay. 5 Minuten. Boah. Autsch. Autsch. Sehr, sehr großes Autsch. So, Insigne werden wir auch nochmal auf den schwachen Fuß packen. Wie machen wir uns das Leben leichter mit dem Doppelsturm? Indem wir Palacios rausnehmen. Palacios. So, der Cunha bleibt vorne drin, auch wenn er bisher echt scheiße spielt. Dann kommt Bonazzoli rein. Weil lieber Potere. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Haben wir ihn überhaupt mitgenommen? Ja, natürlich haben wir ihn mitgenommen. Armando Potere wird kompletter Stürmer, aber auf Unterstützen und Castellano kann hoffentlich genug reißen auf dieser rechten Seite. Ansonsten können wir immer noch wechseln, wir haben ja noch 20 Minuten. Werden ab sofort auf Angreifen gehen. Vielleicht haben wir gleich eine Chance, aber Catania kann natürlich jetzt auch kontern. Aber nicht, wenn da absolut gar keiner steht. Billig. Da ist Lusi. Oh, Kastellan. Oh, Goal! Armando Podere. Guter Mann. Es war halt wirklich dieses angesprochene Scheißtor. Also, Ball hier von Lusi kam eigentlich echt schön durch. Und Castellano knallt die Scheiße dann einfach mal an den Arm eigentlich vom Verteidiger. Der Ball fällt perfekt zu Potere zurück und der zieht dann einfach mal ab. Und macht das Ding rein. Passt. Irgendwie. Das sah sehr dumm aus. Aber Castellano bekommt trotzdem die Vorlage. Kann sich jetzt auch gleich die zweite abholen, bitte. Costantini. Ah, sehr eng. Und dieses Mal wird der Ball geklärt, aber auch nur auf unseren Innenverteidiger, auf Izzo. Lusi. Ah, Lusi marschiert immer noch und macht das wunderschön. Das war echt richtig schön gemacht. Von Lusi, der ja den Deckel auf den Topf packt. Das war's. Schönes Solo. Am ersten vorbei, am zweiten vorbei. Dann durch die Lücke und am Torhüter vorbei der Schuss. Sehr schön. Fällt Catania etwa auseinander auf einmal? Hofmann geht hier gar nicht erst in den Zweikampf. Castellano sehr schmutzig. Ach, schade. So, wir werden nochmal wechseln. 10 Minuten haben wir noch. Kommt Cialdini rein für Bilic. Und ja gut, Keeper wechseln wir nicht. So arrogant sind wir noch nicht. Noch nicht. Ja, Cialdini reicht dann schon. Costantini und Tomolini werden sich ja wohl zusammenreißen und keine Gelb-Rote mehr bekommen. Mal ein starker Kopfball. Was? Also klar, Clemens ist ein bisschen unterlaufen, aber gelb-rot niemals. Weil es glattrot ist, nee, doch nicht. Sehr strange. Also zwei rote Karten bei Catania. Costantinis Flanke kommt nicht gut. Darf aber nochmal. Die kommt besser. Castellano leider nur auf den Torhüter. Izzo darf nochmal den Ball reinbringen. Verliert den Ball aber leider gegen den Verteidiger. 2 Minuten oben drauf, aber da wird natürlich nichts mehr kommen. Catania spielt im 4-3-1. Aber eine gelbe Karte für Cialdini. Will seine Quote natürlich auch aufbessern. 9 Minuten Eiserzeit, eine gelbe Karte. Granit Xhaka, bist du's? Ja, Hofmann.
2 Minuten gibt es oben drauf, also es könnte noch was passieren. Oh, Lucy, eiskalt. Aber wirklich eiskalt. Oben wäre eigentlich Platz. Izo nimmt den Weg runter auf Costantini. Nochmal ein schöner Seitenwechsel. Lucy, schöne Flanke, sehr schöne Flanke, Dacunha. 3-0, abseits. Dann halt nicht. Mann, oh. Ich hätte es Dacunha nochmal gegönnt. War das aber wirklich abseits? Ja, ich glaube dem Schiri schon. Eigentlich glaube ich ihm nicht, aber ich habe jetzt auch keinen Bock, mir das mal anzuschauen. Dann können wir uns jetzt vollkommen auf Napoli konzentrieren. Müssen wir mal schauen, wie die so aktuell spielen. Ich meine, Platz 3 sieht natürlich richtig, richtig stark aus, aber das Ding ist, sie wurden ja kurzzeitig auch mal von Palermo überholt und das wirst du nicht, wenn du nicht konstant spielst. Nee, das wirst du nicht, wenn du konstant spielst. Da war nicht zu viel drin. Also irgendwo muss bei denen ja was hadern. Balotelli macht auf jeden Fall wieder seine Tore. Wobei, der spielt bei Lazio. Glaube ich. Nee, nee, der spielt bei Lazio. Napoli hatte Lucas Prato, der macht aber auch seine Tore. Was macht eigentlich Higuain? Na, gleich mal schauen. Auf jeden Fall hier ein souveräner 2-0 auf Tritt. Erstmal den Rest des Wortes gesucht. Boah, bin sehr zufrieden, Jungs. Also, die letzten beiden Spiele haben mir echt sehr gut gefallen, muss ich sagen. Sehr gut sogar. Die zweite rote Karte war halt ein bisschen komisch. Und Inter echt 1-1 gegen Juve. Damit haben sie uns auf jeden Fall sehr geholfen. Sehr schön. Higuain. Spielt bei Arsenal. Stimmt ja. 4,7 Millionen Marktwert nur noch. Für was ist er denn gewechselt? 82 Millionen. Ja, passt ja eigentlich. Ja. Palacios. Fitnessbedenken. Ja, bräuchte ich. Ja, brauche eine Pause. Die Jungkoppe hat halt ein bisschen was kaputt gemacht. Wo waren das nochmal? Pause. Gab es nicht auch noch in den Urlaub schicken? Ja. Machen wir es halt mit dem Urlaub, weil da kann sie sich, glaube ich, ein bisschen besser erholen als mit einer reinen Pause. Und dann kann er dann endlich mal wieder hoffentlich richtig spielen, weil das war jetzt auch gerade schwer, ganz schön schwach. So, Napoli spielt heute gegen Frosinone Calcio. Schauen, wie die sich jetzt so anstellen. Danach haben wir dann Lazio. Also Balotelli hat ja schon so fast gestimmt, war nur eine Woche zu früh, wobei es keine Woche ist, glaube ich, ein paar Tage. Palacios Urlaubsantritt, ja. Den möchte ich gerne behalten, eigentlich auf der Shortlist. Mal schauen, was sonst noch so in der Serie A passiert. Napoli hat knapp gewonnen, 1-0, Lazio 1-1, Rom 3-2. Palermo hat auch gewonnen, Sassuolo ist nicht wichtig, Torino hat aber gewonnen, die kommen unten ein bisschen mehr raus. Ich glaube, diese haben jetzt auch endlich mal Inter überholt. Und Udinese Calcio gewinnt. Ja, Torino hat Inter überholt. Inter ist auf Platz 19. Punktgleich allerdings mit Livorno und Torino. Bologna ist jetzt ganz unten. Und wir müssen auf Prato aufpassen und Mario. Die sind nämlich sehr gut. Und auch Sportiello ist richtig stark. Also Napoli definitiv ein sehr starker Gegner. Der stärkste jetzt in den letzten Wochen. Ja, hier hatten sie halt eine richtige Schwächephase, aber die haben sie jetzt anscheinend überwunden. Wobei anscheinend auch nicht so viel Druck von unten kam. Und wir hatten ja auch eine Schwächephase, also haben wir uns nicht weiter absetzen können als diese 4 Punkte nur. Und ja, wir haben immer noch dieses eine Spiel in der Hinterhand gegenüber Juventus. Und wenn wir das gewinnen, sind wir eben punktgleich mit denen, aber leider halt nicht vorbei. Das ist ja nicht das Schöne. Na gut. Einfach mal gucken, was jetzt so bei rauskommt gegen Napoli. Ich meine, so schlecht waren wir gegen Napoli eigentlich nie, fand ich. Wir haben uns ja meistens versucht, gut anzustellen. Hatten auch oft, glaube ich, den Prato relativ gut im Griff. Aber naja, Gennadoni und Poteri im Team of the Week.
sagt ja auch alles nichts, ne? Nur wenn du jetzt halt mal Spiele gewonnen hast oder so oder gut gespielt hast. Alles tagesformabhängig. So, Champions League ist auch mal wieder Chelsea gegen Dortmund, Barca gegen Porto. Und Porto macht ein überraschendes Unentschieden. Klar, gegen Barcelona, Chelsea gewinnt 2-1 gegen Dortmund. Heute spielen dann noch Juventus Madrid und Monaco gegen Bayern. Oder Monaco gegen Monaco. Ahaha. Ui, Monaco. Eieiei. 4-1 gegen Bayern. Ui, da wird aber gleich der Trainer fliegen wahrscheinlich. Ah, sogar Carlo. Wow. Wir waren vor Carlo da. Allegri. Der wurde entlassen. Und Juve schafft ein 1-1 gegen Real Madrid. Naja. So, Napoli. Ja, wir sind besser als Napoli. 4 Spiele gewonnen. Die haben 2 Spiele gewonnen. Aber den Großteil, nämlich 5 Spiele, haben wir halt unentschieden gespielt gegen Napoli. Nico Lopez vorne, Prato anscheinend auf der rechten Seite. Werner im 4-3-3 spielen. Wie kann man dieses 4-3-3 dann am besten kontern? Das ist die Frage. Weil sie werden schon viel über die Außen gehen und deshalb sollte eigentlich unser 4-2-3-1 das Beste sein, was wir machen können heute. Und das werden wir auch machen und werden hoffentlich nicht den Fehler machen, dass wir die Formation jetzt schon zu oft genommen haben, dass die wissen, wie wir spielen werden und wie wir auftreten werden, weil Napoli wird sich unsere Spiele halt auch virtuell angeguckt haben. So, Alehi kommt rein und in der Innenverteidigung. Ja, wen nehmen wir da? Eigentlich sollten es die werden, die jetzt auch in der Champions League gespielt haben. Mit Jovanovic und Fakir, dann Brugmann, Mocinic natürlich. Also eigentlich fast genau die gleiche Elf. Nur vorne nehme ich höchstwahrscheinlich Dacunha mit. Links Nongi, ja, Nongi, rechts Mancuso. Weil Lusi jetzt natürlich einen saustarken Auftritt hatte, ne? Der ist sogar noch relativ fit, da kommt Lusi mit. Und in der Mitte, wobei in der Mitte können wir ja mal Nongi probieren, ne? Ah, Capone ist eigentlich gut genug. Und vorne dann Dacunha und dann passt das. So passt's. Wenn wir das jetzt gewinnen, dann bin ich schon echt glücklich gestimmt. Also generell die Folge läuft bisher supi. Ah, jetzt noch Napoli, das wäre so nice. Das wäre so nice. So, 4-3-3, wirklich Prato rechts, Lopez im Sturm. Hamšík auch dabei. Mario haben wir gesehen, müssen wir aufpassen. Richtig, richtig starke Saison bisher für den Rechtsverteidiger. Prato müssen wir auch aufpassen. Dann nehmen wir ihn sogar ins Pressing und Sarabia und Lopez. Da sollte ein hartes Tackling plus Weak Foot eigentlich reichen. Saul, von Hamšík, ja. Dann hoffen wir mal, dass es so gut läuft. Oh, das passt schon so. Sehr schön. Auf geht's. Hier wird halt ein guter Start sehr wichtig sein. Beziehungsweise kein schlechter Start sehr wichtig sein. Mario bekommt gelb. Das könnte uns ein bisschen in die Karten spielen. Capone, kurz ausgeführt auf Fiamozzi. Wieder in den Rückraum auf Lusi. Lusi läuft und spielt ab und Brugmann legt nochmal ab. Da ist Dacunha. Hat den Ball aber leider nicht auf seinem starken linken Fuß. Fiamozzi, bitte nicht selbst abziehen, du kannst es nicht. Oh, Ball kommt durch. Oh, Jovanovic fast. Schade. Fiamozzi. Kommt nicht vorbei. Schade. Ja, Chance vielleicht für Napoli zu kontern. Lopez ist sehr, sehr schnell. Ah, der Schuss ist nicht gut genug und der hatte dann auch keine Unterstützung zu unserem Glück. Ah, Start geht in Ordnung. Also 83% Passgenauigkeit, jetzt 82 geht ein bisschen besser.
Ballbesitz ist in Ordnung. Wir hatten schon eine sehr gute Chance. Albonos bekommt gelb, die zweite für Napoli. Jovanovic, sehr gut. Schöner Ball, Mancuso. Mancuso, jawohl. Und ganz schlecht gemacht von Sport Yellow. 1-0. Sehr schön. Fuck, die Jungs spielen immer wieder gut. Das ist auch schön. Ja, klasse Ball. Einfach nur klasse Ball von Capone. Perfekt durch die Schnittstelle. Dass Sport Yellow halt den Fehler macht, ist ein bisschen doof. Aber das würde uns auch passieren. Weil so ist es nun mal mit der Engine. Und das war dann einfach nur ein geiler Pass von Capone. Fiamozzi, wieder in den Rückraum. Lucy. Zieht jetzt mal besser vorbei. Mancuso, Tor! 2-0, Doppelpack. Innerhalb kürzester Zeit von Mancuso. Yes! Hier stark gemacht von Lucy, wie er hier am Gegner vorbeikommt und dann Mancuso im freien Raum sieht, der schießt Sport Yellow an, der wieder nicht gut ausschaut. Und der Ball landet im Tor. Sehr schön, Jungs. Ja, das läuft, das läuft, das läuft. Mittlerweile auch 86% Passgenauigkeit. Ich habe noch nie gesehen, dass es gut wäre, wenn man nichts sagt, um ehrlich zu sein. Also wenn man hier das hier sagt. Wenn man einfach weiter drückt, natürlich nicht. Aber ich bin erfreut, Jungs. Das macht die geil. Jetzt halt noch konzentriert bleiben für die nächsten 45 Minuten. Dann ist das alles so subi. Ich würde mal gerne wissen, was für eine Note Sport Yellow gerade hat, weil der hat ja schon zwei grobe Fehler gemacht. 6,7, es geht eigentlich. So, Politanovic und Chigerci kommen rein. Und Quaison kommt rein für Prato. Das überrascht mich sehr, weil Quaison ist ja eigentlich auch eher der Zehner. Aber geht jetzt in den Sturm. Politanovic ist reinkommen für Saul auf der linken zentralen Mittelfeldseite. Chigerci kam als Sechser rein und Quaison. Bei dem glaube ich aber eher, dass er nochmal rotieren wird mit Nico Lopez oder halt mit Sarabia. Aufstellung mal kurz reinklatschen von Napoli. Also noch ist er vorne und Lopez rechts. Napoli im Angriff, linke Seite, hat Sarabia viel, viel Platz, sehr viel Platz, zu viel Platz, Ball kommt sehr gut rein und Quaison macht das 2-1. Okay, vielleicht sollten wir noch ein bisschen mehr auf den aufpassen. Es ging jetzt nämlich viel zu einfach, die bei uns rechte Verteidigerseite war viel zu blank und in der Mitte hat man dann hier scheiße reagiert. Fakin und auch Jovanovic rennen blind zu Quaison hin. Das war sehr schlecht gemacht. Jungs, jetzt bloß ruhig bleiben und das Ding hier nach Hause holen. Jovanovic, erste gelbe Karte für uns. Wir werden wechseln. Es wird Portere reinkommen für Dacunha. Nächster Wechsel. Bei uns kommt... Ja, wo ist er? Ah, hier. Galvez für Burgmann rein. Soll natürlich jetzt auch alles nur Zeit bringen. Auch Mancuso bekommt die gelbe Karte. 2 Minuten gibt's obendrauf. Und jetzt unser letzter Wechsel. Heißt Castellano für Capone. Dann sollte es durch sein. Haben viel Zeit von der Uhr genommen jetzt gerade noch.
Sind jetzt schon 2 Minuten über der Nachspielzeit drüber. Und Castellano hat den Ball. Schlechter Ball. Mocinic, ja, auch nicht gut, aber das Ding ist zu Ende. 2-1 gewonnen gegen Napoli. Boah, sehr, sehr schön. Klasse Folge von unseren Jungs. Ja, in der zweiten Halbzeit ein bisschen nachgelassen, aber wir haben ja trotzdem den Sieg nach Hause geholt. Sind jetzt punktgleich mit Juventus. Sehr schön. Atalanta hat 4-0 gewonnen gegen Catania. Ja. Ich möchte aber jetzt noch nicht, Mann, ich will jetzt aber nicht die scheiß Verhandlungen machen. Ich wollte jetzt eigentlich noch wissen, was jetzt noch kommt, obwohl wir waren ja der Einzigen, die heute spielen, ne? Ich glaube ja. Ja, das ist unwichtig. Dann können wir schon die Folge beenden. Dürfte kein Problem dann geben. Und ja, war klasse heute. Also gegen Leverkusen richtig, richtig stark gespielt. Gegen Napoli war die erste Halbzeit auch stark. Catania müssen wir natürlich schlagen. Also Ausgangslage sieht immer besser für uns aus. Sind jetzt punktgleich mit Juventus. Auch wenn wir uns noch nicht wirklich Gedanken machen müssen über das Restprogramm. Also es kommt dann alles noch. Und sonst, ja. Nächste Folge haben wir dann das Leverkusen-Rückspiel. Es wird dann auch sehr schwer, aber wir spielen ja zu Hause und da haben wir meistens die Null sicher. Mal schauen, ob es auch dieses Mal klappt. Und ansonsten, ja, passt es eigentlich. Ich wollte aber noch kurz was anstellen und zwar bald kommt hier der FM17. Das offiziell am 4. November, aber vorher gibt es ja schon die Beta. Da werde ich mich schon mal so ein bisschen einspielen können. Mal schauen, was da so bei rauskommt. Es wird auch nicht direkt am 4. was kommen, natürlich. Möchte ich sehr gerne spielen, aber ich bin mir momentan noch nicht so wirklich sicher, was man da machen könnte, weil wir hatten jetzt unsere Italienreise dieses Jahr, die von der Serie B, gut, das war nur ein Jahr, relativ fix nach oben ging. Letztes Jahr hatten wir halt mit dem HSV viel Spaß. Da hatten wir aber auch einen saustarken Kader und viele Finanzen, die für uns gut sind. Mal schauen, was wir so machen können. Ich würde gerne mal wissen, was ihr so gerne von den Vorschlägen haltet, die ich dann jetzt mal in die Beschreibung gepackt habe. Ich wollte erst Kommentare sagen, aber da kann ich sie auch hinpacken. Dann sieht man es doppelt. Es ist eine kleine Umfrage, die nicht repräsentativ ist. Ich möchte einfach nur mal wissen, was für euch so auf den ersten Blick interessant sein könnte von diesen Vorschlägen, die ich euch da reinpacke. Also sowas wie, was habe ich mir im Kopf gepackt? Ich glaube, dritte Liga in Deutschland zum Beispiel, das war ein ganz nach oben kommt zum Beispiel. Müssen wir mal schauen. Bin ich mal sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge und dann bitte mit einem guten Leverkusen-Spiel und einem guten Lazio-Spiel. Und Genua wird wahrscheinlich sehr schwer werden, wenn die wieder 5-5, ja, 0 spielen. Also bis dahin. Tschö.